Herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal. Heute werde ich mit euch mal über ein paar Themen sprechen und nebenbei werdet ihr dann im Hintergrund ein paar Arena-Highlights sehen. Sind auf jeden Fall ganz nice geworden und ich hoffe, euch gefällt das Video auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall auch super nice, wenn ihr dieses Video bis zum Ende schauen könntet. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mal mit dem ersten Thema und zwar geht es mal wieder um Twitch. Und dort habt ihr es ja sicherlich in letzter Zeit gemerkt, dass ich nur noch relativ unregelmäßig gestreamt habe. Und der letzte Stream ist mittlerweile, glaube ich, auch schon fast einen ganzen Monat her. Und ich versuche es auf jeden Fall jetzt wieder etwas regelmäßig zu machen, dass ich so im Durchschnitt alle 2 Tage mal mindestens streame und ich werde auf jeden Fall mal damit beginnen, dass ich von heute an bis zum nächsten Freitag jeden Tag mindestens 1 Stunde auf Twitch live bin. Das heißt, wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne natürlich ein Follow da lassen. Der Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und ist eben halt auch wirklich kostenlos, so ähnlich wie das Abonnieren auf YouTube. Und wäre auf jeden Fall wirklich super nice, wenn ihr dort regelmäßig dann auch im Stream vorbeischaut und mir im Chat dann auch immer Feedback gebt und so kann ich mich dann auch auf jeden Fall immer weiterentwickeln. Der erste Stream wird heute zwischen 20 und 21 Uhr beginnen und für die nächsten Tage ist dann eure Meinung gefragt, wann ich eben mal streamen soll. Dazu werde ich im Community-Tab mal einen Post machen, wo ihr dann eben halt abstimmen könnt, wann ich eben mal streamen soll. Dort werde ich dann ein paar Auswahlmöglichkeiten reinpacken. Ansonsten könnt ihr auch einfach in die Kommentare noch eure eigenen Lieblingszeiten reinschreiben und dann natürlich Kommentare, die euch gefallen, auch mit einem Like abvoten. Dann sehe ich nämlich, dass mehrere diese Meinung vertreten. Und soweit auf jeden Fall dann einmal zu Twitch. Dann kommen wir mal als nächstes ein bisschen zu meinem YouTube-Kanal und ich habe so ein bisschen in letzter Zeit tatsächlich gemerkt, dass die Aufrufe nicht mehr so viel sind und sie sich im Prinzip so zu Vergleich zu Anfang Juni und vor allen Dingen zum Mai mehr als halbiert haben. Und da würde mich ja interessieren, woran das Ganze liegt. Habt ihr einfach kein Interesse an dem Content, den ich zurzeit mache, oder sind es einfach zu wenige Videos, weil ich immer in letzter Zeit auch relativ inaktiv tatsächlich war, oder habt ihr einfach ein bisschen dadurch auch vielleicht meinen YouTube-Kanal ein bisschen aus den Augen verloren, oder woran es auch immer liegt, schreibt es ja auch immer gerne in die Kommentare. Generell könnt ihr es auch immer unter jedem Video machen, wenn euch irgendetwas nicht gefällt. Ich bin euch ja wirklich überhaupt nicht sauer, sondern ich bin sehr, sehr glücklich sogar darüber, wenn ihr ein bisschen Feedback in die Kommentare schreibt, denn ansonsten kann ich natürlich nicht wissen, was ich vielleicht verbessern kann, und ansonsten kann ich mich eben halt da auch in dem Punkt nicht weiterentwickeln. Deshalb schreibt auf jeden Fall alles, was ihr nicht 100%ig perfekt an meinem Kanal findet, in die Kommentare, und ich bin mir sicher, dass jeder von euch irgendeine Sache hat, die euch nicht gefällt, egal wie klein diese Sache ist. So etwas wäre dann auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, wenn man das vielleicht in Zukunft dann auch noch etwas verringern könnte, und dort könnt ihr natürlich auch genauso gerne einfach reinschreiben, was ihr denn überhaupt für Content auf diesem Kanal sehen wollt, also in welche Richtung das so ein bisschen gehen soll, eher Fortnite Competitive Tipps und Tricks, eher so generelle Fortnite Tipps und Tricks oder Fortnite Leaks, Fortnite News, whatever, schreibt es ja gerne in die Kommentare. Und das würde mir wirklich extrem viel weiterhelfen. Generell könnt ihr natürlich auch Kommentare zum Inhalt der Videos reinschreiben. Also zum einen beispielsweise zu den Thumbnails, ob die gut sind, ob ich da irgendwas verändern soll. Genauso könnt ihr natürlich auch etwas zu den Titeln, zu der Beschreibung reinschreiben. Oder zu den Kommentaren vielleicht auch, dass euch da zu viel gespammt wird oder so. Genauso gern könnt ihr natürlich auch etwas zur Werbung in meinen Videos reinschreiben. Ich bin da ja noch relativ neu in diesem ganzen YouTube-Partnerprogramm. Dann würde mich auch noch interessieren, wann ihr denn meistens eigentlich meine Videos schaut, damit ich immer weiß, wann ich auch überhaupt meine Videos hochladen soll. Denn es bringt ja nichts, wenn ich die zu einer Zeit hochlade, wo so oder so keiner dann meine Videos schaut, und dann werden die eben halt irgendwann in den Benachrichtigungen untergehen. Deshalb wäre es auf jeden Fall super nice, wenn ihr das auch nochmal in die Kommentare schreiben könntet. Schreibt einfach rein, die Uhrzeit und dann am besten natürlich auch immer die jeweiligen Tage. Also wenn ihr beispielsweise eher dann immer am Wochenende früher die Videos sehen wollt, schreibt es gerne rein. Und wenn ihr dann beispielsweise während der Woche die Videos immer etwas später sehen wollt, schreibt es auch gerne rein. Und so weiß ich auf jeden Fall, wann ich die ganzen Videos uploaden soll. Natürlich werde ich es nicht immer schaffen, diese Zeitangaben einzuhalten. Und gerade wenn die eben halt relativ früh sind, dann wird es natürlich noch schwieriger. Deshalb vor 12 Uhr werde ich es eigentlich ziemlich safe nicht schaffen, die Hauptvideos hochzuladen. Und die Shop-Videos hängen natürlich immer davon ab, wann ich aufstehe. Daran könnt ihr so oder so nichts ändern. Aber in den Hauptvideos könnt ihr eigentlich entscheiden, wann die online kommen sollen, da ich die meistens so oder so bis 12 Uhr fertig schaffe oder eben mal manche auch bis 13 Uhr fertig schaffe. Und ab dann ist es eigentlich immer so, dass ich überlege, wann ich die dann hochlade, oder beziehungsweise nehme ich da manchmal einfach später erst das Video auf und lade die dann eben halt auch erst später am Tag hoch. Allerdings, wenn ihr dort einmal reinschreiben könntet, wann eben halt die Videos hochgeladen werden sollen, wäre es auf jeden Fall super nice.
Und dann gibt es zum Schluss dieses Videos einmal noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wird es am Sonntag um 16 Uhr wahrscheinlich eine Premiere geben. Ihr könnt dazu natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ob es vielleicht auch eher um 15 Uhr oder um 17 Uhr sein soll. Aber ungefähr so in dem Zeitraum wird auf jeden Fall eine Premiere hier auf diesem Kanal kommen, wo ich euch mein Gaming-Setup vorstelle. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr, sehr nices Video werden. Ist noch ein bisschen Arbeit, das Ganze zu schneiden und so. Aber denkt mal, wird auf jeden Fall wirklich super nice. Und dann waren es auch schon soweit eigentlich die ganzen Sachen. Es wird mir natürlich extrem weiterhelfen, wenn ihr dieses Video bewertet, und Kommentare werdet ihr wahrscheinlich ja so oder so hoffentlich schon geschrieben haben, denn dann wird es nämlich auch noch deutlich mehr von meinen Abonnenten vorgeschlagen, und so wird auf jeden Fall auch das Feedback noch deutlich größer, und wäre auf jeden Fall super nice, wenn ihr das machen könntet. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen, und bis zum nächsten Video. Ciao.